Leverkusen dreht nach einem 0:1 Rückstand doch noch die Partie. Aber in der 6. Spielminute war Darmstadt eindeutig die bessere Mannschaft und hatte einen Dominik Strohengel, der die Darmstädter hier zur Führung schießt. Oder besser gesagt zur Führung schiebt. Klasse Tor von Dominik Strohengel und keine Chance für Bernd Lenoch. Dann gab es erst in der 51. Minute diese Standardsituation von Hakan Çalhanoğlu zum 1:1. Was für ein Tor. Und das kennen wir natürlich von einem Hakan Çalhanoğlu, der eigentlich die besten Freischüsse der Bundesliga drauf hat. Spielminute. Es knallt bei Bayern 04 Leverkusen und es knallt bei Karim Bellarabi, der hier fast diese Partie hier gedreht hat mit einem Traumtor. Dann hat Leverkusen aber die Partie gedreht. Das ist Chicharito, geht an der Darmstädter Abwehr wie kein Zweiter vorbei und macht dann ein schönes Tor zum 1:2. Leverkusen dreht die Partie in Darmstadt. Am Ende bleibt es beim 1:2. Das war's auch schon.